Mimion setzt Aquaknarre gegen Sensekt ein. Ja, sehr gut. Und willkommen zurück bei Pokémon Schwert. Ich habe jetzt noch ein unbekanntes Pokémon, also dieses Sensekt, gefunden. Das habe ich gedacht, nehme ich gleich mal mit, bevor es wieder verschwindet. Deswegen, ja, sind wir jetzt hier. Und ja, wie gesagt, hallo nochmal. Und ja, genau, wir sind ja immer noch auf dem Weg hier auf Route 2 zu Professor Slaboa. Ich weiß leider den Namen nicht, ehrlich gesagt. Und genau, da auf diesem Weg haben wir schon ziemlich viele neue Pokémon kennengelernt. Unter anderem dieses Sensekt, wenn es drin bleibt. Genau, dankeschön. Klasse. Sensekt ist drin. Okay, Mimion hat schon fast wieder ein Level up. Sensekt ist ein schlaues Pokémon. Da es immer fleißig Informationen sammelt. Seine Stärke lässt jedoch zu wünschen übrig. Dann kommst du nicht in mein Team. Ganz sicher nicht. Wow. Oh mein Gott, wie viele von diesen Vögeln. Das sind Taubsies. Ja. Er ist in echt hier. Genauso wie in dem anderen Pokémon. Aber da möchte ich jetzt eigentlich nicht reinschauen. Ich möchte lieber mein erstes Battle gegen einen Knips antreten. Wieso hat der überhaupt schon Pokémon? Ich dachte, das ist erst ab 11. Du schaust eher aus wie 6. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainer treffen, gehört der Kampf einfach dazu. Okay, Knirps Timmy fordert dich heraus. Mit seinem Raffel. Ist es eigentlich immer so, dass sie dann diese Pokémon haben, die am öftesten vorkommen? Gut, wenn du das unbedingt willst. Timmy, wenn du so enttäuscht nach Hause gehen willst, dann ermögliche ich es dir natürlich. Oh, und ich muss meine Pokémon heilen. Jetzt wird der Klaps wohl auch ausreichen. Oh, ich bin... Na, gut, war richtig. Ich hab schon gedacht, das wäre dieses... Der andere halt. Mit den mehrfachen Ringen. Um das Pokémon. Hauptsache, Mimion hat Level 11. Was? Ich kann nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. $300 hast du. Ich habe ja fast nicht mal gegen... oh, noch ein Beutelball. Nein. No way. Ja? Solche können halt immer alle Pokémon sein. Ja, seht ihr. Ein neues. Und zwar ein Feli. Feli Lu. Sieht auch sehr interessant aus, Mann. Ich will alle in mein Team. Feli Lu, wie wär's mit einer Aquaknarre? Weil Katzen und Aquaknarren sind nicht so... Oh Gott. Och komm, ich hasse solche Angriffe. Egal. Noch einmal, dann heile ich auch mein Felilu. Was? Mein... Jawohl. Jetzt hat sie es auch mal nicht geschafft. Und natürlich ist es down. Ja, da kann ich doch nichts für, wenn du so schwach bist, Felilu. Ist auch übrigens ein witziger Name. Felilu. Kleptifuchs. Er lernt Klauenfetzer. So wie Level 8. So, schon wieder ein Voltoball. Okay, ich habe eigentlich gedacht, das wäre seltener. Da Tipps für Trainer. Pokémon anhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Ja, ja, das wusste ich schon, ehrlich gesagt. Jetzt möchte ich bitte in mein Team zu und sie heilen. Muss ich das jetzt immer einzeln machen? Ist denn ernst? Oh mein Gott, wie unständlich. Oh wow, ich habe sie alle so low gemacht. Aber ganz ehrlich, ich brauche eh nur Mimion. Obwohl, ich mag mal mit Volley kämpfen. Deswegen Pokémon, Volley, steht bewegen, da steht bewegen. Check. Volley, du bist heute mal dran. Ich mag dieses Pokémon schon, seit es angekündigt wurde. Habe ich jetzt einen Volteball in meinem Team? Nein, tatsächlich nicht. Weil ich erst meinen Raffel entwickeln will, stimmt. Okay, hat ja noch Zeit. Ich will mir dieses Item aber holen. Jawohl. Klappt einfach alles. 3 Pokébälle und ich sehe da jetzt schon ein neues Pokémon. Das hier ist die Alola-Form von einem Zickzack, glaube ich, heißt es. Ich bin mir nicht sicher. Oder? Ja, genau, Zickzacks. Molly, are you ready? Mach aber mal Tackle, warum nicht? Oh, sieht cute aus.
Wie so ein Wollhaufen, der einfach so. Oh, das sieht so toll aus. Achso, ich habe eigentlich gedacht, das macht jetzt Damage. Die Genauigkeit von Volley sinkt. Was ist einiger? Ich will mal die Attacke. Verbirgt Schwächen der durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigung. Nee, weiterhin Tackle. Aber solche Infos brauche ich, weil ja, mit den anderen beiden mache ich einfach kein Damage. Und das geht ja gar nicht. Oh, ich darf jetzt kein Damage auch mehr machen, fällt mir gerade auf, weil sonst ist es tot. Den Beutel. Mir fällt auch auf, ich habe ja im letzten Part immer so Probleme gehabt. Ah, wie greife ich jetzt nicht an, damit es nicht stirbt? Ich könnte einfach Pokémon wechseln, aber gut. Soweit habe ich irgendwie nicht gedacht. Aber ab da ein Zigzags. Zigzags gehört jetzt mir. Kamehap Micro 8, okay. Wo ist Micro? Da unten. Klauenwetzer. Sehr schön. Zigzags wurde ein Pokémon-Eintrag eingewirkt. Es treut ratlos umher. Begegnet es einem anderen Pokémon, rempelt dieses absichtlich an, um einen Streit anzuzetteln. Er schaut auch aus wie so ein Bandit, ganz ehrlich. Aber naja. Gehen wir weiter. Nein, die brauche ich nicht. Aber ich will kämpfen. Wie niedlich ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Ach, das ist eine Göre, ne? Ja, Göre Maya fordert dich heraus. Die Göre sind immer die witzigsten. Die haben auch immer so, oh mein Gott, sind die süß, die Pokémon, obwohl ihr Pokémon echt nicht süß ist. Schau dir lieber meins an. Ach, der Tackle ist sogar effektiv, schau an. Ich wusste gar nicht, dass normale Attacken effektiv gegen Käferattacken sind, oder? Was ist denn das? Ich sollte mir auch mal wieder die Effektivsliste rausholen. Das wäre, schätze ich mal, nicht so eine dumme Idee. Hau den. Das ist ein ziemlich einseitiger Kampf. Tackle, Tackle, Tackle. Aber wie gesagt, ich will Volley ein bisschen pushen, deswegen mache ich das auch. Schaut mal, jetzt wäre es perfekt, um einen Pokéball zu werfen. Aber wir sind ja in einem Pokémon-Kampf, deswegen zerstör das Kamehameha Volley. Ja, sehr schön. Wie du gesagt hast, was süß ist, ja, bleibt auch süß und gewinnt. Volley erlernt den Imitator. Das wird safe auch wieder sowas sein. Ja, vielleicht ist mein Motto zu überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Ich finde schon. Dein Motto hat doch voll zugestimmt. Stimmt, was süß ist, das gewinnt. Und das hat gestimmt. Was ist das? Ah, ein großes, glaube ich. Kann es sein? Ein Micro. Ja, steht nichts von groß oder klein, aber es hatte so. Haben wir das gesehen? So Feuer um sich herum. Anspannung vom Micro wirkt. Die Pokémon auf deiner... Jetzt habe ich es nicht ganz lesen können. Ich spiele einfach mit Tackle weiter. Ja, macht ganz gut Damage. Silberblick. Okay, die... Nee, Verteidigung. Okay. Ist nicht schlimm. So, aber was willst du machen, Micro? Mein Gott, ist das aber gerade einseitig. Ich will jetzt... Bisschen Story, damit das nicht so, oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe. Naja, ist ja egal. Volley? Oh Gott, Volley, tut mir leid. Ah ne, er lässt mich... Rückenwind. Wenn Volley sich jetzt nicht selber drückt... Ach so. Oh. Nee, schaut, sie lebt. Gut, dann... Ach so, ist es überhaupt eine Sie, das Volley? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ach, steht hier. Doch, doch, doch. Volley ist genau weiblich, wie ich es mir gedacht habe. Und mein Mimion ist männlich. Ah, okay. Jetzt 140 Watt. Wie kann man denn bitte Elektronik speichern? Kann mir das jemand erklären? Gegen Hopp hast du keine Chance, aber hatte ich keine Chance. Aber dich kann ich bestimmt besiegen. Ist ja nicht so, dass ich gegen Hopp gewonnen habe. Dennis, also das ist keine gute Taktik. Mit einem Zensekt, ach Gott. Dann können wir jetzt mal die krassen Angriffe von einem Zensekt sehen, weil es stand ja im Pokédex-Eintrag, dass es nicht wirklich stark ist. Ich schaue auch gleich, was die neue Attacke von... Oh mein Gott, ist das effektiv. Käfer. Ich habe schon gedacht, da steht jetzt Käferfurz. Aber alles gut.
Ja gut, da muss ich dich jetzt halt mal Beutel. Habe ja eh genügend Tränke. Mein Kamehab sollte ich auch mal heilen. Aber erstmal Wolli. Ich mag unbedingt Wolli weiterhaben. Wolli ist so cool. Schon seit es angekündigt wurde, so ein Schaf mit so Glubschaugen, habe ich mir gesagt, oh mein Gott, das muss in mein Team. Aber wirklich sonderlich stark ist es echt nicht. Das zieht mir vielleicht 4 Leben ab. Ja, was? Pokémon-Info. Nee, das brauche ich nicht. Oh, sorry, jetzt habe ich die neue Attacke nicht gezeigt. Aber wir haben noch genügend Zeit dafür, glaube ich. Hauptsache, der Knirps ist erstmal besiegt. Die sind immer so motiviert und ich verstehe das gar nicht. Ich meine, echt nichts. Setzt als nächstes Klepti. Ach, er hat sogar noch ein Pokémon. Wow. Okay, das war jetzt sogar unerwartet. Aber Tackle ist irgendwie immer effektiv. Normale Attacken sind gefühlt gegen alles effektiv. Mache ich viel Damage? Ja, boah, noch mehr. Ach, weil es ein Volltreffer war. Okay, sehr gut gemacht, Body. Moment, das war's für dich. Knirps jetzt aber, oder? Wenn du jetzt nochmal einen hast. Okay, Volley Level Up. Nee, nicht ganz. Aber mein Micro, okay. Ich verliere wirklich gegen jeden. Egal wie wild oder wie gut der Trainer ist. Ach, Kopf hoch. Irgendwann wirst du schon noch gewinnen. Bin ich sehr zuversichtlich. Oh, da hinten hat wieder was geblitzt. Dann kämpfe ich halt gegen dich, Klepti-Fuchs. Habe ich ja gerade auch schon gemacht. Ach, schaut, wie süß das Wolli ist. Ich liebe es. Ach ja, genau. Was kann das? Imitator. Anwender imitiert die gerade angehende Attacke und schlägt fehl, falls zuvor keine Attacke verwendet. Ach, okay. Ey, das ist cool. Das mache ich jetzt. Imitator, also, okay. Setze ich jetzt ein. Obwohl, bei Routenschlag lohnt sich das nicht. Kannst du nicht was Gescheites bringen, damit ich die Attacke zeigen kann? Vielleicht jetzt? Nee, doch. Oh ja, jetzt kämpfe ich dich mit Routenschlag, pass auf. Oder? Jawohl, ich kann nochmal einsetzen. Imitator. Rückzug-Hief und Rückzug-Hief, oder? Hä? Ja, genau. Ich liebe es. Das ist so cool. Aber so, tja, ich mache jetzt dasselbe zurück, was du mir gerade angetan hast. Oh yeah. Mir war es auch eigentlich gerade echt egal, ob es... Ja, schaut, da ist gleich ein neues Sprühdosenschutz. Hält für kurze Zeit schwache, wilde Pokémon von dir ab. Oh, da war ein neues, vielleicht. Och, nee. Aber eine Flucht kann ich jetzt nicht immer riskieren, weil... Ihr wisst ja dann, ach, am Schluss muss ich dann noch hier meine Puppe einsetzen. Oh wow, Überheblichkeit. Naja, das ist ganz gut eigentlich. Mach mal Imitator, vielleicht setzt du jetzt was Krasses ein. Ach so, du machst immer gleich die Attacke, Überheblichkeit. Ah, es macht auch nicht wirklich mehr Schaden. Silberblick, Verteidigung, ne? Ja, ich muss das immer auswendig lernen, was dann sinkt. Auch mal Tackle. Und ich glaube, ich wechsle jetzt mal zu einem anderen Pokémon, oder? Obwohl, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Oh. Ich habe Tackle schon über die Hälfte mal eingesetzt, deswegen war es jetzt auch komplett Volltreffer. Ja. Oder so, Hauptsache das Micro ist down. Oder Micro. Oh, das ging flott. Kleptifox, Level 9. Mit Wolli zusammen. Gut, aber jetzt. Hallo, Hub. Und da ist auch die Professorin. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse der Dynamax-Phänomens gelüftet. Ah, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Wie unhöflich von mir. Ich habe mich gar nicht bemerkt, dass wir hier Besuch haben.
Willkommen in meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professorin Magnolia. Kommt nur mit mir herein. Endlich mal wieder eine Professorin. Ich glaube, das ist das zweite Mal. Wie ich sehe, ist da Hopp. Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Noni sein. Meine Enkelin Sanja hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Nein, das habe ich echt nicht vor. Noni, dein Dynamax-Phänomen ist doch einfach super, oder? Willst du es vielleicht machen? Professor Magnolia erforscht dieses Mysterium schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig aufschöpfen können. Ach ja, das ist mal wieder typisch Dalian. Pokémon hier, Dynamaxing da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen. Schauen wir doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitern den Horizont. Da wäre ein Beispiel Tee. Du kannst dir doch vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf der Welt gibt, oder? Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Du willst nicht, dass sie daran teilnehmen, Dalian? Hopp und Noni sind erst seit kurzem zum Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren, wie ich finde. Ach so? Aber war es nicht doch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit dem stärksten Trainer der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden habe, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr alles gebt, dass ihr mir einen Kampf zeigt, bei dem ich nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher muss ich natürlich eure Pokémon noch fit machen. Ah, das ist sehr nett. Jetzt ist Wolli wieder ready. Oh, coole Sache. Noni, ich warte draußen auf dich. Ach, wir müssen nochmal fighten. Ich habe da nämlich schon ein Fightfeld gesehen. Doch erstmal möchte ich mit dir genauer reden. Hi. Ein richtiger Kampf ist gut für eure Pokémon. Und was gut für eure Pokémon ist, ist auch gut für euch. Das scheint mir irgendwie logisch. Oh, ist das dein Mann oder... Damit Pflanzen gedeihen, muss man ihn nach Bedürfnissen richten. Man darf nicht den Fehler machen, ihn seinen eigenen Wünsche aufzuzwingen. Das macht Sinn. Süß. Ein Haps. Nee, ich weiß nicht, wie es heißt. Wenn hier gerade kein Feuer brennt, nutzen Pokémon den Schornstein als Ein- und Ausgang. Oh mein Gott. Und plötzlich brennt es dann und sie verbrennen, oder was? Ich gehe noch hoch, wenn es für dich in Ordnung ist. Oh, mal wieder 100.000 Bücher. Und ich hoffe mal, dass es jetzt von dieser Enkelin ist. Das Zimmer, also der früheren Rivalin von Dalian. Sonst wäre es weird, wenn sie so ein Zimmer hätte. Aber gut. Jetzt erstmal hier hinter. Was gibt's hier? Aha, habe ich mir doch gedacht. Ein Item, ein goldenes Item. Eine TM. Und zwar den Gegenstoß. Du verstaust dieses Item in der TM-Tasche. Gegenstoß. Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke des Attacke. Oh ja, das ist nicht schlecht. Das ist unsere erste TM, also so. Okay. Das Haus sieht übrigens echt cool aus. Hier so ein Gesamteindruck. Hey, wo willst du... Du willst doch die Empfehlung von Dalian, oder? Komm schon, kämpf gegen mich, Noni. Erstmal will ich mit dir reden. Sehr schöner Garten hat wirklich die und die Professorin tut sich auch echt gern. Magnolia, irgendwie so. Kümmert sich auch sehr um ihre Pflanzen und so. Auch nicht nur Pokémon, sondern auch Natur. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe.
Du hast jede Menge Potenzial, deswegen will ich auch, dass du mein Bruder als deinen Rivale ansiehst. Okay. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung. Egal was es kostet, ich mag die Arena-Challenge machen. Wir müssen Daily in diesen Kampf zeigen, damit und zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Okay, let's go. Mal schauen, wie viel Pokémon du hast. Standardweise waren es, glaube ich, immer 3. Diesen Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich auf keinen Fall mehr entgehen lassen. Für mich ist jetzt jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann man einen Ruf als Dalian der unschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewachsen hat. Lässt anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hopp erst richtig los. Na wart's bloß ab, Hopp. So, was hast du denn so zu bieten? Ne? 3 Pokémon, wie ich es gesagt habe. Ein Volley. Oh, wir kämpfen Volley gegen Volley. Muss mal gucken, wer ein höheres Level hat. Ich habe gegen meinen... Du bist ein bisschen stärker geworden. Das merke ich gleich. Tja, mein Volley ist Level 9 und weiblich übrigens. Ich setze mal Tackle ein. Seid kann halt noch nicht Imitator, so viel weiß ich. Tackle gegen Tackle. Aber schaut, das verstehe ich schon nicht mehr. Warum kriegt er jetzt so viel mehr Damage einfach? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kann mir das jemand erzählen? Sehr schön. Rolli ist schon mal tot. Mal gucken, was als nächstes kommt. Hopplo. Dann setze ich doch mal Mimion mal ein. Wally, komm zurück. Du hast schon echt gut viel und gemacht. Für heute wär's es auch schon, ne? Hast gegen 4-5 Pokémon gekämpft, 2 Trainer, passt schon. Ich mag nämlich jetzt mit Aquaknarre, habt schon gesehen, sehr effektiv. Richtig wegbomben. Wahnsinn, das hat die Wechselwirkung zwischen den Typen ja total verwechselt. Und es setzt Tackle an. Ja, weil Feuerattacken machen überhaupt keinen Sinn. Dann mache ich noch einen kleinen Klaps auf sein Pöppchen. Peppers und alles ist gut. Hopplo down. Das ist eigentlich Typ Feuerkampf, das Hopplo. Ich bin mir nicht sicher. Oh, wow. Emion, er lernt Aquawelle. Raffle erreicht Level 9. Aquawelle, oh mein Gott, das will ich gleich mal testen. Micro. Oh, guck mal, wechseln. Was ist ein Micro? Das habe ich doch hier, oder? Ja. Dann Klepti Fox oder Kamehaps. Nee. Ich nehme den Fuchs. Komm her. Das wird knapp. Aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Okay, mal gucken, was dieser Fuchs so drauf hat. Anspannung vom Micro wirkt. Die Pokémon auf deiner Seite kriegen etwas mehr Angst oder so. Keine Ahnung. Oh wow, Unlicht. Machen wir den Prügler einfach mal. Das ist ja mega witzig, aber es macht überhaupt kein Damage. Ach, deswegen. Hab mir gerade echt gedacht, es macht überhaupt kein Damage. Aber komm schon, 4-mal. Jawohl, was für ein Glück. Bis 5-mal ist das ja. 5-mal. 6-mal. Boah. Wow. Okay, du Maschine, 6-mal getroffen, ey, das ist glaube ich sogar das Höchste. Kleptifuchs, du bist ja mega geil. Was für eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich einen würdigen Rivalen. Du hast mir jetzt schon 1000 Pokédollar insgesamt gegeben, vorher 400 und jetzt 600. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer, naja, Frust. Aber es ist alles okay, so wie es ist. Im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Ja, stimmt. Erfahrungen und so. Was für ein Kampf. Noni, hopp, mir fehlen die Worte. Deshalb habe ich meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient.
Du hältst einen Empfehlungsbrief. Du verstaust diesen in der Basis-Item-Tasche. Ein Empfehlungsbrief ist ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an den Arena-Challenge teilzunehmen. Danke, Dalian. Danke, Dalian. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Und von mir natürlich auch ein Danke an dich, Dalian. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war wirklich grandios. Glurak und ich sind völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen und wollte schon fast mitkämpfen. Hopp. Früher habe ich oft das Gefühl gehabt, dass dich zu sehr auf die Nebensächlichkeiten konzentrierst. Ab Wurfi-Technik nur für Pokebälle oder andere Kleinigkeiten. Doch mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Und dein Kampf, Stinoni, ist unglaublich mitreißend. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Noni? Lass uns auch sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir doch, Dalian zu übertrumpfen, damit er von uns der nächste Champ wird. Natürlich. Klasse, mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Hä? Hey Noni! Schau dir das mal an. Das ist ein Wunschstern. Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Ein Wunschstern erhalten. Und was bringt mir der? Ach, in Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon dynamaxieren. Dadurch werden sie riesengroß. Jetzt kommt natürlich die Professorin ins Spiel. Das ist ja ein Ding. Es heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein hab ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Sorry, ein bisschen abgekommen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Und ja, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht auch der Wunsch in Erfüllung. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen in geheime Kraft sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir den Wunschstern für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialisten in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Noni und mich wäre es einfach das Größte, wenn sie unsere Pokémon dynamaxieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns zwei Wunschsterne einfach direkt vor die Füße. Was haben wir denn für ein Glück? Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns ganz Großes vorbesteht. Eines nach dem anderen, junger Mann. Spare dir die Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Oh, jawohl, Leute, gleich geht's endlich mal los. Was ist denn hier los? Ihr seid ja vergnügt aus. Da kommt man ja gerne mal nach Hause. Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auf dem Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Er freut sich mal wieder hier. Okay, unser erstes Curry in diesem Spiel. Es gibt ja wie gesagt ein Curry-Dex, ja, aber kein National-Dex, das, ja, ist so ein Thema für sich, sag ich mal. Endlich ist es morgen, jetzt kann das Abenteuer endlich losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp, du hattest doch erwähnt, dass irgendein merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas darüber erzählen? Noni hat im Nebel irgendein Pokémon bekämpft, mehr weiß ich aber auch nicht. Bin nach einer Weile bewusstlos geworden und ja, jetzt kann ich mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Noni und Hopp. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolia erhalten und kannst sofort es anziehen. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet das darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht dir deine Maxierung von Pokémon.
Ah, okay, dann geht's also nicht immer. Das war mir so eine Frage immer, wo ich mir gedacht habe, geht es dann bei jedem Kampf? Das sind deine Max-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie von meinem Bruder. Damit kann ich meinem Pokémon jederzeit Dynamaxieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden, aber ganz so einfach ist es nicht. Erst müsst ihr eine wichtige Voraussetzung erfüllt haben werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch so viele Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr eure Pokédex und eure Kraft wird immer stärker. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt es auf die der Legende von Hopps so richtig in Fahrt. Das sagst du schon zum dritten Mal so ungefähr. Es ist dein Flow, dein Werbspruch. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof Noni. Fertig und los! Erstmal wieder weg. Jetzt können wir ja auch in Online gehen. Ihr seht hier mit Y. Aber das mache ich natürlich noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen, ehrlich gesagt. Ah, hey Doni, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sicher auch schon ein hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichen willst, unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das zieht Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal, auf den linken Stick zu drücken. Ach, und übrigens, ab jetzt zählt's, Noni. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Ich glaube, da bin ich schon ein bisschen vor dir. Ich habe so 8 und du hast so 3. Wenn wir beide den Brassbury Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Klar, ich habe einen Orientierungssinn im Gegensatz zu euch. Ah, ich kann ja angeln auch, stimmt. Angeln. Wenn du im Schatten eines Pokémon im Wasser entdeckst, wende dich ihm zu und drücke den A-Knopf, um die Angelrute auszuwerfen. Drücke A erneut, sobald deine Angelrute wackelt, um das Pokémon aus dem Wasser zu ziehen. Okay. Ah, das war's. Ein Carpador. Natürlich ist Carpador im Spiel mit Gyarados. Naja, fangen wir uns halt einfach mal eins nach Tackle. Das Carpador kann ja sowieso jetzt, was kann es? Ich glaube so gut wie nix, ne? Ein Volltreffer, finde ich jetzt aber nicht so gut. Ja, Platzer, stimmt. Das macht eh kein Damage, ja. Dann fange ich mir mein erstes Carpador mit, obwohl Level 4 ist mir eigentlich echt zu niedrig für ein Carpador. Ach komm, dann haben wir den Pokédex-Eintrag. Ist ja wurscht. Ey, ich will doch nur einen Beutel und einen Ball. Poké einsetzen. Alright. Sehr schön. Dann haben wir heute also unsere Dynamax-Funktion bekommen. Ich weiß zwar noch nicht, wann man sie immer einlösen kann. Auf jeden Fall in den Arenen ist ja logisch. Aber sonst so. Geht es überhaupt sonst noch wo? So. Sehr schön. Wolli will auf jeden Fall noch Level 10 werden, habe ich gehört. Carpador. Es ist zwar nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht, aber wenn es sich weiterentwickelt, ne? Nee. Dieses Pokémon ist das schwächste und erbärmlichste der Welt. Wow. Wow. Das ist echt asozial, so die Beschreibung, aber gut, ich sag mal nichts dazu. Hä, was steht denn da links jetzt? Seht ihr das? Nun, ihr habt einen Carpador gefangen, oder was soll das heißen? Nein, nein, alles gut. Ach so, stimmt. Probieren wir das mal. Nein, doch nicht ein Vogel. Och. Euch wollte ich jetzt nicht so unbedingt. Aber naja. Es heißt ja, wer die meisten Pokémon fängt. Ich habe jetzt neue Anspannung vom Micro wirkt. Ich weiß immer noch nicht, was da unten steht, weil das einfach immer viel zu schnell ist. Aber gut. Jetzt könntest du einen Volltreffer landen. Natürlich nicht. Hey, Piekser. Wie wäre es eigentlich mal, wenn ich gegen dich Piekser einsetze? Wie fändest du das? Das sieht aber so weird aus, wenn ich Piekser einsetzen kann.
Überheblichkeit. Ach so, stimmt, es macht sogar Damage. Aber hey, dieser eine Fuchs ist ja echt krass, ne? Also das, dass er 6-mal angegriffen hat, das war ja natürlich jetzt auch Luck. Das kann ja irgendwie 2 bis 6 Mal vorkommen oder so. Oder 2 bis 7. Und da haben wir einfach, hopp, komplett zerstört. Okay, lernt nichts bei Level 10. Schade eigentlich. Na gut, dann gehen wir mal langsam, ich würde sagen, in die Richtung von Birmingham. Ich glaube, so heißt es. Zu dem Bahnhof, denn... Ja. Ah, hi, Beutoball, ne? Denn ja, Ding wollte ja, dass wir da hinkommen. Hopp. Hoppo, hopplo. Ich verstehe halt nicht, warum Hopp jetzt Hopp heißt oder ob er anders heißen würde, wenn ich jetzt... Also wenn er jetzt nicht... Er hat ja jetzt den Partner Hopplo und Hopp heißt er. Würde er eigentlich anders heißen, wenn ich jetzt einen anderen nehmen würde? Ich glaube zwar nicht, aber das wäre so eine Vermutung. Nicht mal wieder das da. Achso, jetzt setzt er direkt wieder das ein, ne? Tackle, ja, super Unterschied. Okay. Aber so Rundenschlag kannst du, ne? Ich frag mich, was dieser Voldy noch so alles kann. Klar, im höheren Level dann so Elektroattacken, aber sonst so? Level 8 ist übrigens nicht schlecht. Ich glaube, den fange ich mir. Bedeutet, ich setze jetzt mal... Was setze ich ein? Haben wir Tackle stört... Ach komm, ich setze einfach einen Beutel, einen Pokéball ein. Hab er eh noch genügend. Mal gucken, bitte bleib drin, weil ich glaube, ein Level 8er Voldy, da habe ich nichts dagegen. Jawohl. Gut. Super, wir können ja gleich mal in der Box gucken. 72 ist, hatte ich irgendwie trotzdem nichts verändert, obwohl ich 72... Ups. Nee, ich wollte ihn nicht, sorry. In die Box. So, warum steht da immer noch, dass ich... Ach ja, da sind meine Erfolge, glaube ich. Kann das sein? Weird, aber dass da steht, welche Pokémon man gefangen hat. Auf jeden Fall wollte ich jetzt gucken, in meinem... Geht das überhaupt hier? Versus. Ach, schau mal. Raspberry Bahnhof ist mein neues Ziel, steht da auch. Naja, keine Ahnung, ehrlich nicht. Oder, nee, geh weiterhin. Ah, das war close, aber ich hole mir das eine jetzt mal, weil ich will wissen, was das ist. Ja, komm. Nee, ihr sollt nicht kommen. Sondern es soll einfach was hier drin kommen. Komm schon. Mag ein Pokémon, das ich nicht sehe. Ja, genau hier. Jawohl. Und das ist... Oh, wow. Ich teste jetzt einfach mal aus mit der Flucht, glaube ich. Nee. Komm, Erfahrung sammeln ist gut. Anspannung vom Micro. Wollten ihr immer mit eurer Anspannung? Ja gut, Level 6 ist halt echt nicht geil. Aber gut. Alright. Ja... Eckel nochmal. Why not? Jawohl. Puh, Gott sei Dank. Das war ganz effektiv eigentlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh. Kamehubs. Hat Level 9 erreicht. Und Kleptifuchs Level 10. Okay. Wolle ihn sogar über... Och, Mann. Das hasse ich im hohen Gras übrigens. Vor allem, wenn ich jetzt nicht unendlich flüchten kann. Aber da, wie gesagt, ich jetzt so viel Damage gegen den mache... Passt es schon. Level 7 fange ich gerade die ganze Zeit vor. War das, glaube ich, sogar Level 8. Deswegen gucke ich jetzt mal, welches Level meins hat gleich. Oh, das könnte ich jetzt auch gucken, aber egal. Hier ist so down. Ja, Gott sei Dank. Jetzt glaube ich nicht in einen Maisco Mai. Welcher hat meiner Level 10? Oh. Nicht wirklich besser. Okay. Ja, ich habe es geschafft. Bin da raus. Oh, hier ist noch ein Zigzag. Ace Level hat meins. Ach, ich kann ja nicht gucken in die Box, ne? Nein, ich wollte gar nicht in Pokédex. Ich wollte bitte in mein Team. So geht's nicht. Moment mal, habe ich das gerade richtig gesehen auf der Karte? Karte. Dass da gerade ein Pokémon stand.
Wieso stand da gerade so ein Pokémon? Ich weiß nicht, ob ich mich da über Versehen verguckt habe oder das wirklich so war, wer weiß. Okay, aber ich hole mir jetzt doch noch einen Zigzag, weil naja, man kann nicht genügend von denen haben, von den Pokémon. Ich hoffe, ich kann es mir holen, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ja, perfekt. Das wird passen. Solange Wolli kein Volltreffer landet. Perfekt. Sandwirbel. Achso, das macht ja kein Damage, stimmt. War gerade so ein bisschen verwirrt, was das jetzt ist, aber gut. Beutel. Und dann setzt mal ein Pokéball ein. Alright. Und jawohl. Zigzag wurde gefangen. Und das sogar sehr erfolgreich. Okay. Jetzt habe ich mal in die PC-Box, bitte. Sag ich mal, dass ich hier einfach mal durchlaufen darf. Das wäre super nett. Ah, hier stehen immer die letzten zwei Erfolge anscheinend. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier wieder in Brassbury. Beim nächsten Part werden wir Hopp treffen. Bei der Train Station, also bei der Zugstation. Mal gucken, wo es dann so... Ach so. Der Bahnhof ist hier drüben, Noni. Ja, das weiß ich doch schon. Da werden wir dich dann im nächsten Part treffen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.